Ja, und Hallöchen, willkommen, liebe Freunde, zu No Limit. Und wie immer natürlich im Kapitel etwas weiter. Ganz genau. Wir wollen nämlich vorankommen, wir brauchen ja, andere Fahrzeuge. Beziehungsweise ich will die Viper haben. Und da muss ich, glaube noch 4 oder 5 Kapitel. Naja, danke, Kim. Wie gesagt, wenn ihr durchlesen wollt, immer anhalten, weil das Vorlesen ist dann, da ich ein bisschen weiter weg sitze, auch gerne mal etwas schwerer zu lesen. Da versuche ich doch lieber mal etwas zu fahren. Sie hätten ja auch dem Spiel auch ein bisschen na, Sprachausgaben geben können. 3 Teile. Und wir haben einen eigenen Motorblock. Sehr schön. Und das nächste Rennen geht los. Wir machen einfach mal schnell durch. Mal gucken, dass man vielleicht bis diese Woche müsste ich mal gucken, muss ich eigentlich durchkommen. Vorausgesetzt, mein BMW wird mir zu schwach. Natürlich. Und haufenweise Polizei. Na, das lassen wir aber mal ran. Oh, weil die sich eine gerade stellen. Ja, ab und zu verschwimmt das Bild mal ein bisschen. Aber leider kriege ich es nicht anders hin. Wobei ich habe gesehen, also Let's Play gibt es nicht wirklich, aber es gibt eine Person aus der Niederlande, Netherlands, der macht einen Walkthrough. Und der gehört anscheinend zu einem, die das große Glück haben, ich habe es ja auch schon gesehen, die das damals antesten durften, weil damals sah das Need for Speed No Limits nämlich noch ganz anders aus, bevor es weltweit rausgekommen ist. Ich meine, in 2 Ländern wurde es angetestet, in Niederlande und noch eins. Wobei das zweite weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall in 2 Ländern wurde es angetestet. Ja, das ist auch ein ganz anderes Design. Moin, Kumpel. So, ich fahre. Ich versuche mal nicht zu Nitro. Denn Nacht und gewisse Strecken. Ich weiß. Das ist Luschenmodus, aber manchmal ist es doch wesentlich besser, mal einen Gang zurückzuschalten. Weil der Wagen wird nicht gerade wirklich langsam. Aber wir haben das Rennen abgeschlossen. So, und bei dem haben wir ein Level Up. Das ist sehr gut. So, das nächste wäre wieder ein Zeitrennen. Und
dann hätten wir nämlich das Kapitel nämlich auch bald durch. Man kann die Story-Rennen dann immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Kommt noch eine Nachricht? Ja. Ja, wir sind noch hier. Wir haben jetzt verhaftet worden. Ja, ist jetzt nur wer, ne? Ich weiß nicht, das Spiel hatte wirklich auch Potenzial auf einer Konsole. Ja. Vor allem das Spiel kann sich also No Limits muss ich wirklich nicht vor großen Konsolenbrüdern oder beziehungsweise PC NFS verstecken. Wie gesagt, die müssen sich vor dem jaxen. Mhm. Ah ja. Aber schön, dass auch ein bisschen Story-Mode vorhanden ist. So, wieder ein geheimer Preis. Und natürlich Cash. So, Fahrt. Und dann sind auch erstmal wieder die, ja, die Tankfüllungen wieder leer. Das heißt, ich muss dann mal kurz pausieren, aber das wird ja alles zusammengeschnitten. Kapitelweise mache ich das jetzt immer. Ist halt schade, dass man jetzt zwei Tankeinheiten verbraucht. Ich werde es vornehmen, wenn es später noch ca. 3 sind. Schön tüften. Tüften gibt immer sehr viel Geld. Genau. So, und wir sind auch schon wieder durch. So. Sehr schön. So, das Kapitel machen wir dann nämlich noch 1, 2, 3, 4. Wir brauchen erstmal wieder ein bisschen Sprit und wir sehen uns. Ja. So, wir wollen den Mustang und wir wollen aus Kapitel Nummer 9 raus. Keine Gefangenen. Ja. So. Mal gucken. Kein Text. Und schon mal gleich an denen vorbei. Jetzt, da wollte er nicht so ganz mitspielen. Und Bande genommen. So, das nächste Rennen hätten wir vorbei. Wieder ein geheimer Preis. Sehr schön. Man ist eigentlich, ist eigentlich egal, wo man hinklickt. So. Cop Date.
Sehr schön. Wir dürfen wieder gegen Polizei fahren. Ich mache das jetzt vielleicht immer so ein bisschen kapitelübergreifend. Keiner, der was sagen will, okay. Und Gau. Ja, dieser BMW ist schon eine wirklich Erleichterung. Ah ja, stimmt, ja, Polizei. Ja, sie stehen auch immer an der gleichen Stelle, also braucht er keine Angst zu haben. Also mit dem Heck nicht rumgekommen. So, einmal in der Mitte. Also das ist nicht erst per Zufallsprinzip, dass die immer mal stehen. Die stehen wirklich immer an der gleichen Stelle. Und sehr viel Geld bekommen. Und eine Klemme bekommen. So. Dann haben wir noch ein Rennen. Und dann sind wir auch in diesem vorletzten Rennen fast fertig in diesem Kapitel. So, und einmal mal wieder vorbei. Den Sprung nehmen wir mal mit. Und auch das Rennen wäre vorbei. Und immer Geld mitnehmen, immer Geld, Geld, Geld. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Blaupausen ich noch brauche für den BMW. Ja, BMW. Ich meine Mustang. So. Fahren wir natürlich das auch noch. Und dann machen wir noch das nächste Rennen im nächsten Kapitel. Denn ich will ja wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ne? So. Schöner Mustang, ja. Jetzt kommt jetzt mal so ein Gespräch. Ja, deine Kasse, ja. Hinter mir, das bezweifle ich. Ja, ich fahre mal jetzt mal einen Grund im Boden. Weil der Mustang kann gar nicht. Und wieder mit Frontverkehr. Das Problem ist, diese weißen Lichter sind nicht so gut zu sehen wie rote. Apropos. Ich tue mich da irgendwie etwas schwer und ich muss aufpassen, dass ich den Wagen zu Kleinholz fahre. Weil ziehen Händler nämlich nicht aus. Deswegen mache ich ein bisschen gesittet. So, Kapitel beendet. Und wieder einer weniger.
Naja, das sind ja alle. So, 120 Roof-Punkte. Und einen Fort. Und wir brauchen noch 7 Stück. Und okay. Das, wer sind das? Keine Ahnung, das wollen wir gleich wissen. Deswegen fallen mir natürlich das erste Rennen noch. So, kriegen wir eine Nachricht? Nein, das werden wir anscheinend erst im nächsten Rennen erfahren. Um wen es sich da handelt. Und natürlich, das war easy. So, und wir erfahren halt, mit wem es sich da als nächstes auf sich hat. Okay. Naja, wir sehen uns bis zur nächsten Folge und ja, bis später bei No Limits.